Völlige Eskalation heute Nacht in Berlin bzw. am Wochenende. Es gab einen Massenanfall von Verletzten heute Nacht in Berlin-Schöneberg. Es gab Schüsse am Leopoldplatz. Es gab einen Messerangriff am Bahnsteig des Flughafens BER. Es gab auch mal eine Schlägerei auf dem Sommerfest des Bundesnachrichtendienstes und so weiter und so fort. Wir sortieren heute mal das wichtigste Geschehen für ein ganz normales Wochenende in Berlin. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Heute Nacht, kurz nach 0 Uhr, ist in Berlin-Schöneberg, das ist von hier, wo ich gerade sitze, gar nicht so weit weg, ein Streit in einer Bar eskaliert. Das Alarmierungsstichwort für die Polizei, es war Massenanfall von Verletzten und die Einsatzkräfte, sie sind nur so davongesaust. 8 Rettungswagen waren hier im Einsatz. Es gab auch eine Schießerei, wobei es gab nur einen, der geschossen hat, Berlin-Leopoldplatz, die Crackhölle von Berlin. Es gab Freitagnacht hier Schüsse in Wedding. Und zwar ein 32-Jähriger ist am Bein verletzt worden. Die Polizei ermittelt dazu. Es gab hier von einem einzelnen Mann eine Schussfolge auf eine ganze Gruppe, die auf dem Gehweg stand. Nach den bisherigen Erkenntnissen ist es in der Nähe der Kirche passiert, am Leopoldplatz. Anschließend ist der Unbekannte mit einem in der Nähe geparkten Auto geflüchtet. Und hat dabei aus dem Auto ein weiteres Mal Richtung Leopoldplatz geschossen. Dit ist Berlin, würden die einen sagen. Ich sage, dit ist krank. Ja, hier haben nicht mehr alle Lappen am Zaun. Also, es wird immer schlimmer, immer bunter. Hier. Am Freitag ist es in einer Regionalbahn auf dem Weg zum Flughafen Berlin-Brandenburg zu einem Vorfall mit einem Messer gekommen. Oh, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ein 30-Jähriger ist in einer Regionalbahn mit einem Messer fuchtelnd herumgelaufen. Die Bundespolizei hat diesen eintreffenden Zug dann in Empfang genommen am Flughafen Berlin-Brandenburg. Und nicht, wie ihr das denkt, der Zug hält vorne, erste Tür, die Polizei marschiert rein. Nein, sie haben den ganzen Bahnsteig gesperrt, Freitag, Hauptreisewelle, ja, also IT-Ausfall am Flughafen. Und sie räumen den ganzen Bahnsteig, als wäre es eine Bombendrohung. Nein, man wollte Umstehende schützen, weil ein Mann mit einem Messer. Ich lache mich da jedes Mal kaputt. Ihr habt da am Flughafen wie viele Polizisten? Über 100 auf jeden Fall. Und dann sperren sie den ganzen Bahnsteig ab. Der Mann hat sich dennoch nicht gewehrt bei seiner Festsetzung hier, sondern er hat am Ende das Messer freiwillig der Bundespolizei übergeben. Nationalität, völlig unklar, Hintergrund der Tat, völlig unklar, weitere Details, weiter völlig unklar. Jetzt gibt es hier noch eine Meldung. Der nächste Vorfall hat sich schon vor 4 Wochen ereignet, allerdings ist er erst vor 2 Tagen presseöffentlich geworden. Und zwar beim Sommerfest des Bundesnachrichtendienstes, des Geheimdienstes der Deutschen im Ausland, ist es zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen und es soll eine kleine Schlägerei gegeben haben. Ja, genau, unsere Schützer des Gesetzes verschlagen sich dann gegenseitig selbst. Auf dem Sommerfest des BND soll ein Mitarbeiter zu fortgeschrittener Stunde einen Kollegen geschlagen haben. Es sei während des Festes, das bereits vor einigen Tagen stattgefunden hat, zu einer Tätlichkeit gekommen, teilte eine BND-Sprecherin auf Anfrage mit. Ja, zu einer Tätlichkeit. Man habe die Polizei gerufen. Tut mir leid, dass ich da lache. Wenn der Geheimdienst die Polizei ruft, weil die eigenen Leute handgreiflich werden, dann könnte er den Laden auch einfach zumachen. Ja? Nennt sich kriminelle Vereinigung. Aber okay, gegen einen Mitarbeiter sei in der Folge Disziplinarermittlungen eingeleitet worden. Der Vorfall sei aber nicht als Schlägerei gewertet worden. Das Fest habe trotz des Zwischenfalls weiter fortgesetzt werden können. Ob Alkohol im Spiel war, dazu möchte sich die Sprecherin des Bundesnachrichtendienstes nicht äußern. Ja. Was war letztes Jahr? Nach einem Sommerfest in einer BND-Außenstelle hatte es Ermittlungen gegen 2 BND-Mitarbeiter wegen des Vorwurfs eines Sexualdeliktes gegeben. Also, täglich grüßt das Sommerfest des Bundesnachrichtendienstes. Da ist ja mehr los wie auf dem AfD-Sommerfest. Ja, da ist ja gar nichts passiert dieses Mal, außer das Lied, was gespielt wurde. Aber ich bin einfach nur fasziniert. Es ist wieder der helle Wahnsinn in Berlin. In der Sonnenallee gab es selbstverständlich auch wieder Auseinandersetzungen, die ganzen Pro-Hamas-Demonstranten, die Pro-Gaza-Demonstranten, die ziehen dann immer, wenn der Tag vorüber ist, nach Kreuzberg und nach Neukölln und marodieren dann dort im Schutze der Dunkelheit, zünden Mülltonnen an, werfen Flaschen und so weiter. Sie machen vor allem eins, sie terrorisieren hier unsere
Bevölkerung. Aber ja, schwieriges Thema. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Welchen Messervorfall habe ich hier nicht? Mit Sicherheit einige, denn die Polizei, sie macht auch nicht mehr alles öffentlich. Es ist inzwischen gar nicht mehr so leicht, alles auch auf dem Schirm zu haben, was in Berlin so passiert. Denn vieles erfährt man zuerst durch Social Media. Dann muss man bei der Polizei nachfragen. Dann schauen sie nach und dann gibt es am Ende auch eine Antwort. Einen habe ich noch für euch und zwar verletzter Mann nach Raub ist die Überschrift Polizeimeldung 1516. Wieder Tempelhof Schöneberg, wieder nicht weit weg von mir. Ein 21-Jähriger ist in Begleitung eines 23-Jährigen eine Goldmünze verkaufen gegangen. Über einen Bekannten, ich habe jetzt schon so Bilder im Kopf, aber ich muss euch das zu Ende erzählen. Über einen Bekannten, der bei dem Treffen ebenfalls dabei gewesen sein soll, wurde dazu gestern ein Treffen mit einer weiteren Person vereinbart. Also, zwei Leute wollen eine Goldmünze verkaufen, haben noch einen dritten Kumpel und der kennt einen vierten, der diese Goldmünze kaufen will. Alt-Tempelhof, Ecke Neue Straße, wurde dann das Treffen vereinbart. Nach Übergabe der Münze an den Unbekannten schlug dieser dem 21-Jährigen, der sie verkaufen wollte, unvermittelt ins Gesicht. Ja, wer trifft sich für Goldmünzenhandel auf offener Straße? Es entwickelte sich anschließend ein Gerangel. Zwei weitere Unbekannte kamen dazu. Ja, die kommen dann immer aus dem Gebüsch, ne? Die Talerhohns. Wie sagen sie immer? They spawn, aber egal. Eines von diesen zwei hinzugekommenen unbekannten Objekten hat eine Machete gezogen, wie das in Berlin inzwischen üblich ist. Es entwickelte sich anschließend ein Gerangel. Dann hat der eine von diesem Angreifer-Duo eine Machete gezogen. Die zwei Goldverkäufer haben die Flucht ergriffen. Auf der Flucht ist der eine mit einer Passantin zusammengestoßen, woraufhin er dann eingeholt wurde vom Machetenmann. Und der Machetenmann hat ihn am Rücken verletzt. Der junge Mann ist allerdings weitergerannt und hat es erst am Ende bemerkt. Polizeiabschnitt 44 in der Götzstraße ermittelt hier. Sie haben sie auch erst versorgt und dann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Direktion 4 Süd in Berlin übernimmt die Ermittlungen. Leider keine Angaben über die Staatsangehörigkeit, aber ich wette, wer in Berlin eine Goldmünze auf offener Straße verkauft mit Freunden über Bekannte, das ist kein Deutscher. Tut mir leid, das ist kein Deutscher. Der Deutsche geht in den Goldhandel, aber ich bin gespannt, was hier noch am Ende bei rauskommt. Ich lache, weil ich sonst weinen müsste, ja? Jeden Tag diese brutale Gewalt. Selbstverständlich ist Berlin eine große Stadt, hier gibt es viel Gewalt, aber es eskaliert in letzter Zeit. Die Polizei Berlin hat eine Zunahme der Clankriminalität von letztem auf das darauffolgende Jahr von 20% per annum festgestellt. Aber nein, bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Berlin, das größte Freilichtmuseum für gescheiterte Politik. Kommt alle vorbei, nehmt euch ein paar Tage ein Hotel und schaut zu, wie diese Stadt im Chaos versinkt, trotz ihrer vielen schönen architektonischen Bauten. Ich meine die alten, nicht die neuen. Die neuen sind alle grottenhässlich. Schreib mir mal deine Meinung unter dieses Video, abonniere den Kanal oder auf X und Telegram. Wenn du was wissen willst zu den Vorfällen in Leeds, ich habe immer noch Videos dazu für euch, die in der Prüfung von YouTube sind. Das kann noch etwas dauern, denn sie wollen nicht, dass ihr die Wahrheit seht. Damit sage ich ciao, bis bald.